Genau, und abwarten und Kaffee trinken bedeutet das natürlich auch noch weiter bei unserer Impfkampagne, die ja auch noch nicht zu Ende ist. Wir hören jetzt die Nachrichten aus den USA, dass da die Medikamentenaufsicht FDA heute darüber berät, ob eben auch der Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Kinder zugelassen wird, also unter 12 Jahren. Die Regierung hat sich schon auf die Impfaktion vorbereitet. Könnte dann im November losgehen. Ja, in China werden in einigen Provinzen bereits Kinder ab 3 Jahren geimpft. Die Ständige Impfkommission hat sich abschließend in Deutschland zu Impfungen von Kindern unter 12 Jahren allerdings noch nicht geäußert. Genau, da bleiben wir natürlich auch dran. Und es wird dynamisch, nicht nur beim Impfen. Ein Thema ist auf jeden Fall klar, das ist die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das hat Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, ja auf jeden Fall deutlich gemacht. Und man hört förmlich das Aufatmen der Menschen, die auf dieser Basis ihren Lebensunterhalt verdienen. Denn eins ist klar, unser Leben wird wirklich immer teurer. Daher bewegt dieses Thema Millionen von Menschen. Aber was bringt die Anhebung von 12 Euro eigentlich wirklich? Für die Menschen ist die Frage. Ne? Und wie sehen die Unternehmen das? Wie immer bei einem Thema gibt es verschiedene Sichtweisen darauf. Wie sieht die Wirtschaft das? Wie sehen wir als Gesellschaft das? Und wir haben in dem folgenden Beitrag einfach mal angefangen, ein bisschen zu rechnen. Was bringt diese Anhebung rechnerisch? Ja, wie stärken wir in der kalten Jahreszeit am besten unser Immunsystem? Darum geht's heute so ein bisschen bei uns. Eben haben wir schon gelernt, Kälte ist dabei sehr wichtig. Kalt duschen. Du hast es gelernt. Ich habe das gelernt. Ich kann das schon. Ich hoffe auch ein bisschen, dass Sie auch zu den Warmduschern, so wie ich, gehören. Also in Zukunft machen wir das anders. Aber das ist ja nur der erste Teil. Es gibt ja noch den zweiten Teil, nämlich die Ernährung. Ja, also auch das hat natürlich einen großen Einfluss. Und da gilt, wie immer, du bist, was du isst. Und schon sind wir bei der Avocado. Ah, schön, ist das nicht wunderbar? Lecker. Das ist übrigens ein Obst, kein Gemüse. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Und die Avocado hat beste innere Werte. Aber es geht nicht nur um sie selbst, sondern um die Avocado-Hand. Haben Sie mal was von der Avocado-Hand gehört? Für mich war das völlig neu. Es gibt ganz viele Unfälle mit Avocados. Man hat dieses sympathische, ovale Obst in der Hand und schlachtet das mit einem Messer und zack ist... Ich bin sehr froh, dass Isabel Varell morgens nicht unter meiner kalten Dusche steht, um das zu kontrollieren, ob ich mit kalt oder warm dusche. Ich habe jetzt aber etwas für Sie, was fürs Herz ist, was wärmt. Und zwar die japanische Prinzessin Mako. A-Leben, ihr Mann arbeitet da in einer Rechtsanwaltskanzlei. Und um Abschiede geht es heute auch in Berlin, wo der neue Bundestag ja zusammenkommt. Nicht so familiär wie das, was wir eben gesehen haben, sondern in tatsächlich größerer Runde, kurz und knackig.